Willkommen zurück zu Let's Play Wer stoppt den Feuerteufel? Wir sind in der Kleingartenkolonie und haben eben wieder den seltsamen Mann getroffen, und zwar mit Gabi. Und wir wollten ja eigentlich nochmal zur Spukruine, auch wenn uns da nun wirklich nichts hinzieht. Aber was soll's. Selbst die Vögel klingen hier schaurig. Tja, und Oskar ist auch recht demütig gegenüber diesem Haus geworden. Ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Eine leere Fläche, ohne dass da irgendetwas liegt. Wir haben da ja den Zigarettenstummel aufgehoben. Und ich denke, wir sollten auf jeden Fall nochmal mit Willi umhergucken, ob wir nicht doch irgendwo nochmal den seltsamen Herrn treffen. Denn wir haben den mit den anderen von TKKG schon überall mal getroffen. Möglicherweise hier. Hier haben wir ihn, glaube ich, mit Karl gesehen. Vielleicht auch nochmal zur Kapelle, da waren wir noch nicht. Dieses Gesicht, das Phantombild. Ja, Phantome sind wir, schwarze Schatten. Ich bekenne mich schuldig, es war mein Feuer. Was habe ich nur getan? Er bekennt sich schuldig. Bleiben Sie, wo Sie sind, nicht weglaufen. Genau. Ich will sehen, was ich für Sie tun kann. Vielleicht ist er ja diesmal dort geblieben. Aber ich fürchte nicht. Ja, er gibt zu, er hatte Brände gelegt. Und damit haben wir doch unseren Feuerteufel, meiner Meinung nach. Also, er hat es zugegeben. Vielleicht nochmal zurück zur alten Villa. Gut, dass ich Sie treffe. Kommen Sie oft hierher? Drehen sich dann eine Zigarette? Vielleicht auch in anderen Häusern. Hauptsache, es glimmt und brennt. Ich weiß, ihr haltet mich alle für verrückt. Alle denken, ich wäre der Feuerteufel, kein Wunder. Aber ich bin nicht euer Mann. Im Grunde bin ich wie ihr auf der Suche und will das Schlimmste vermeiden, wenn nur diese bösen Erinnerungen nicht... Ich glaube Ihnen, aber Sie brauchen Hilfe. Rennen Sie nicht wieder weg. Bis gleich. Naja, wie ich den Herrn kenne, wird er auf jeden Fall wieder weg sein. Allerdings sprach er von bösen Erinnerungen. Und im Hintergrund hört man eine Dohle. Vermute ich zumindest. Ah ja. Und da ist die Feder des Feuervogels. Eine Vogelfeder? Ja, möglicherweise die Feder einer Dohle, wie gesagt. Kann natürlich aber auch eine Krähe gewesen sein oder ein Rabe. Ich meine, dass wir hier irgendwo noch... Ja, genau. Ich kapituliere. Und hier, das sieht doch aus wie ein Gesicht in dem Baum, oder? Was hat das zu bedeuten? Nein, Klößchen schafft es leider nicht, darauf zu klettern auf den Baum. Vielleicht ja Gabi. Zum Detektivgeschäft gehört auch ein wenig Anstrengung. Na, Oskar, wenigstens hast du dein Geschäft stolzen Hauptes erledigen können, was? Okay, nee. Gab jetzt auch nicht geschafft. Vielleicht ja Karl. Aber ich fürchte, ich weiß, worauf es hinausläuft. Dann verzichte ich eben auf die schöne Aussicht. Genau, verzichten wir da drauf. Aber nicht mit Tim. Tim verzichtet auf gar nichts. Der ist ein Macher. Ohne Probleme. Schöne Klettertour. Aber für Tim gar kein Problem, aber schöne Aussicht hier von hier oben. Ich wünschte mir, ein wenig mehr Horizont zu sehen, aber ja, so sieht man wenigstens das hier, nämlich ein Vogelnest. Ganz ruhig. Ja, ja, sei ruhig da hinten. Und hier liegt tatsächlich eine brennende Zigarette, was recht gefährlich sein könnte, deshalb nehmen wir die erstmal mit. Die Dohle, Feuervogel und Brandstifter. Wenn ich heil unten ankomme, kann ich darüber einen Vortrag halten. Jetzt muss ich erst einmal Feuerwehrmann spielen. Mist, ich komme mit der Hand nicht ran. Na, dann eben so. Oh Gott, die hätte man doch noch aufrauchen können, Tim, oder?
lieber nicht. Naja, jetzt ist sie wenigstens aus. Er hat sie ausgespuckt. Das soll auch gekonnt sein. Und sonst können wir hier nichts mitnehmen. Auch wenn das hier sehr wertvoll aussieht. Aber das gehört ja auch der Dohle. Von daher gehen wir lieber hier wieder runter, klettern den Baum wieder hinab. Und hier ist nichts mehr zu finden, bin ich der Meinung. Ja, dann haben wir das erstmal, glaube ich, hinter uns. Da müssten wir nicht nochmal hin. Zumindest fürs Erste nicht. Wir sollten lieber nochmal im Präsidium bei Herrn Glockner vorbeischauen. Und da sehen wir unseren alten Bekannten. Eingesperrt in der Zelle. Ich bin Tim. Ich habe Sie vor dem Haus gesehen, in dem Frau Süßholz wohnt. Ja, der scheint ja viel mit uns zu reden wollen, reden zu wollen. Wer sind Sie? Mich gibt es nicht mehr. Naja, aber wahrscheinlich nur seelisch. Körperlich ist er noch präsent. Aber wir haben schon früh gemerkt, dass der nicht mehr ganz glücklich ist mit seinem Leben. Kennen Sie Frau Süßholz? Auf den Leim gegangen. Immer gehen alle auf den Leim. Was hat das zu bedeuten? Wir reden mit Karl mit ihm. Ich bin Karl. Ich habe Sie vor dem Grundstück von Herrn Klingsporn gesehen. Der hat sich offenbar selbst angezeigt, so wie ich mir das vorstelle. Kennen Sie Herrn Klingsporn? Der kennt sich selbst nicht mehr. Niemand kennt einen mehr. Es ist ja so, dass die Polizei und der Glockner wenig dazu beitragen, in den Fällen von TKKG. Und ich denke, dass sie nicht in der Lage gewesen sind, den zu fangen. Ich glaube eher, dass er sich gestellt hat, der Polizei. Kann ich Ihnen helfen? Nein. Nein, wir können ihm nicht helfen. Wir können nur mit ihm reden, mehr nicht. Und vielleicht... Ich bin Willi. Wir sind uns vor der Kapelle und bei der Spukruine begegnet. Erinnern Sie sich? Vielleicht ein gutes Wort einlegen für ihn. Warum haben Sie nicht auf mich gewartet? Genau, wir haben da die ganze Zeit gewartet und er kam einfach nicht wieder. Lass mir meinen Frieden. Er will auch nicht mit uns reden. Kann ich Ihnen helfen? Mach dem Spuk ein Ende. Okay. Das war, glaube ich, einer seiner Wünsche, dass wir das Ganze hier aufklären. Wenn ich den Hinweis richtig verstanden habe. Ich bin Gabi. Das Mädchen mit dem Cockerspaniel. Bei den Gartenlauben. Na, der erkennt uns nicht wieder. Erkennen Sie mich wieder? Oder will uns nicht wieder erkennen? Ines? Nein. Wie auch? Nein, Ines sind wir nicht. Das ist Gabi. Das G in TKKG. Nicht Ines. Wer auch immer Ines ist. Haben Sie auch eine Tochter? Geh. Bitte, geh. Ich glaube, das war die falsche Frage. Wie habt ihr den armen Mann da hinten gefunden? Der Tipp kam von diesem Herrn Klee. Der Gesuchte ist um die Spukruine herumgeschlichen. Naja, okay. Selbst angezeigt hat er sich nicht. Offenbar. Kann es sein, dass bei dir auch eine Erkältung im Anmarsch ist? Wie habt ihr den Arm? Kann es sein, dass bei dir auch eine Erkältung im Anmarsch ist? Und wir fragen unseren Papi einfach nochmal aus Höflichkeit. Kann es sein? Das würde mich nicht wundern. Ich habe mich in der Apotheke mit ein paar Präparaten eingedeckt. Für den Notfall. Ansonsten gibt's viel Vitamin C. Ich darf einfach nicht ausfallen. So, vielleicht haben die anderen ja noch was dazu zu sagen, dass er eingesperrt wurde. Ist bei Ihnen wegen der Grippe das Kommt der Tippelbruder in der Zelle für Sie als Brandstifter in Frage? Naja. Das ist nicht auszuschließen.
Wir kennen bislang weder seinen Namen, geschweige denn seine Vergangenheit. Okay. Auf jeden Fall mit jedem nochmal eine neue Frage zu stellen. Wann kann ich mir die elektronische Verbrechersuche vorführen lassen? Das ist ganz gut. Wieso haben Sie diesen Landstreicher verhaften lassen? Die Öffentlichkeit hat ihn als Feuerteufel sozusagen zum Abschuss freigegeben. Im Moment ist es für ihn besser, hier zu sein. Leider ist er bislang nicht vernehmungsfähig. Ja, das haben wir bemerkt. Der hat ja auf nichts geantwortet, was wir gefragt haben. Wer ist der Mann in der Zelle? Seine Identität haben wir noch nicht ermittelt. Aber er ist dem Phantombild der ganz schön heikel Redaktion wie aus dem Gesicht geschnitten. Ob der uns jetzt nochmal eine andere Frage beantwortet? Kennen Sie Frau Süßholz? Wer sind Sie? Mich gibt es nicht mehr. Aber vielleicht ja Gabi nochmal. Ich kann es ja versuchen. Erkennen Sie mich wieder? Haben Sie auch eine Tochter? Geh. Bitte, geh. Okay, nee, der antwortet nichts mehr. Was machen wir denn jetzt? Der Herr Glockner... Wie habt ihr den armen Mann da hinten gefunden? Der erzählt ja auch nichts Neues. Der Tipp kam von diesem Herrn Klee. Der Gesuchte ist um die Spukruine herumgeschlichen. Na gut, dann sind wir hier erstmal durch. Und die Spukruine, da müssen wir, glaube ich, nicht nochmal hin. Da waren wir ja erst. Die Feuerwehr dürfte auch erstmal durch sein. Haben Sie vor kurzem einen verwirrten Mann mit struppigem Bart gesehen? Es gibt in der Gegend eine Menge Landstreicher. Warte mal. Einer wirkte tatsächlich etwas verwirrt. Erst dachte ich, er murmelt beim Beten. Als er an mir vorbeispazierte, stellte ich fest, dass er mit sich selber sprach. Vielleicht sollten wir einfach nochmal mit dem Herrn Klee sprechen. In der Gartenlaube. Der hat ja zu verantworten, dass der junge Mann jetzt im Gefängnis sitzt. Wissen Sie, dass wegen Ihnen ein Unschuldiger verhaftet wurde? Dieser Typ ist ein Brandstifter. Das werdet ihr ja wohl herausgefunden haben. Ich habe meine Pflicht erfüllt und bin endlich zu Höherem berufen. Was meint er denn damit? Zwei wichtige Gründe bringen unsere TKKG-Freunde in der Villa Sauerlich zusammen. Erstens hat sich Willi eine Verschnaufpause verdient. Und zweitens wird es für die Detektive Zeit, über weitere Schritte nachzudenken. Dieser Günther Klee ist skrupellos. So viel steht fest. Seinetwegen sitzt der arme Mann im Gefängnis. Wir wissen definitiv, dass die untersuchten Brände nicht zusammengehören. In der Ruine war die Dohle schuld, bei Frau Süßholz eine vergessene Kerze und bei Herrn Klingsporn einfallendes Licht. Mensch, Klößchen, leidet dein Konzentrationsvermögen, weil die Flimmerkiste läuft? Kerze und Linse waren arrangiert. Offensichtlich hat Franz Höllwart von der Feuerwehr das vertuschen wollen. Das stimmt, aber warum eigentlich? Es sieht doch so aus. Sowohl Klingsporn als auch Süßholz haben die eigene Bleibe in Flammen aufgehen lassen. Beide haben wir nicht angetroffen. Bei beiden war Höllwart zur Stelle. Das gleiche Muster. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Seht mal! Wieder einmal hat er zugeschlagen. Der Feuerteufel. Sein Opfer diesmal Günther Klee. Sein Motiv? Rache? Nach der letzten Ausgabe von Ganz schön heikel hatte Klees Beschreibung des Serientäters zu einer Festnahme geführt. Umso erschütternder nun die Aussage der Polizei zu diesem Vorfall. Wir haben den bis dato mutmaßlichen Täter wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Wie wir ermitteln konnten, hat sich der Verdächtige zur jeweils fraglichen Stunde nachweislich in einem uns bekannten Obdachlosenheim aufgehalten. Unsere Redaktion meint allerdings... Damit ist die Vermutung Brandstiftung nicht vom Tisch. Was ist, wenn unser Verdächtiger sich an Günther Klee gerecht hat?
Die Brandkommission wurde angewiesen, eine weitere Begehung der Unglücksstellen vorzunehmen. Ihre Frage, ob der Freigelassene der Verursacher eines Brandes in der Kleingartenkolonie sei, muss ich verneinen. Er hat das beste Alibi der Welt. Er saß zur infrage kommenden Zeit beim Verhör im Kommissariat. Wenn er es nicht war, wer dann? Bis gleich nach der Werbung. Blöde Schnepfe. Wie gehen wir jetzt vor? Wir müssen klären, was mit Klee passiert ist und ob Höllwart wieder Beweise verschwinden lässt. Falls es überhaupt Brandstiftung war. Besser, wir wiegen unseren Feuerwehrmann in Sicherheit und heften uns bei Gelegenheit an seine Fersen. Ja, wer weiß, wer da noch im Spiel ist. Unser verwirrter Mann ist zwar unschuldig, aber ich glaube, er ahnt etwas, das uns weiterhelfen könnte. Nicht nur er. Wir sollten uns überlegen, wie wir die wichtigsten Aussagen unserer Zeugen festhalten. Das übernehme ich, Sauerlich Ehre. Also, worauf warten wir noch? Tja, worauf warten wir noch? Auf die nächste Folge. Diese Folge ist nämlich leider schon vorbei. Tja, das ist natürlich ein fieser Cliffhanger, aber ich bin schon ganz gespannt, wie es weitergeht. Das Haus von unserem Lieblingsnachbarn ist abgebrannt. Karma oder Genugtuung? Wir wissen es nicht. Es geht spannend weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.